In diesem Video schauen wir uns mal ein Oszilloskop an, beziehungsweise wie man damit etwas misst. Ein Oszilloskop ist ein elektronisches Messgerät. Es zeichnet den zeitlichen Verlauf von einer, wenn man möchte, auch zwei Spannungen auf. Man bekommt einen Verlaufsgraphen in einem zweidimensionalen Koordinatensystem. In der Regel ist die X-Achse die Zeitachse und die Y-Achse die Spannungsachse. Das Bild, was entsteht, nennt man Oszillogramm. Schauen wir in die Geschichte. Dazu, gut, erste automatische Geräte gab es zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Man verwendete Galvanometer, das waren praktisch die ersten Instrumente, mit denen man einen elektrischen Strom messen konnte. Im Wesentlichen hat man mit Hilfe von Elektromagneten einen Zeiger, an dem ein Stift befestigt war, abgelenkt. Unter dem Stift hat sich in irgendeiner Form ein Blatt Papier bewegt und auf diese Art und Weise hat man das aufgezeichnet. Ein schönes Beispiel ist der Hospitalier-Schreiber, Bild zeige ich gleich noch. Man konnte aber nur damit niederfrequente Signalverläufe aufzeichnen, aufgrund der Trägheit der verwendeten Mechanik. Später gab es Spiegelgalvanometer, das heißt, man hat mit Hilfe eines Spiegels einen Lichtstrahl auf einen lichtempfindlichen Film gelenkt und damit aufgezeichnet. War alles sehr aufwendig. Die Kathodenstrahlröhren, also sprich braunische Röhre, machte das Ganze viel einfacher. In den 1930er Jahren gab es die ersten Messgeräte, die das nutzten. Die britische Firma AC Cosor setzte das praktisch um. Weitere wichtige Entwicklung war eine kalibrierte Zeitbasis, mit der sozusagen aufgezeichnet worden ist. Dann eine Triggerung bei periodischen Signalen, so dass man immer praktisch bei einem bestimmten Punkt angefangen hat. Und nicht periodische Vorgänge hat man zum Beispiel aufgezeichnet oder sichtbar gemacht, indem man Bildschirme verwendet hat, die sehr lange nachgeleuchtet haben. Also bei der Kathodenstrahlröhre wird ja mit einem Elektronenstrahl sozusagen der Schirm zum Leuchten angeregt und durch entsprechende Möglichkeiten hat man halt dafür gesorgt, dass sie möglichst lange nachgeleuchtet haben, und da konnte man das im Prinzip sichtbar machen. Hier ist das Hospitalier-Gerät oder Schreiber. Auf einer Trommel hat sich im Prinzip das Papier bewegt und ein Stift wurde an einem Arm mit Hilfe von Elektromagneten sozusagen bewegt. Wie funktioniert das Ganze? Im Prinzip besteht ein Oszilloskop aus vier Baugruppen. Die Vertikalbaugruppe, das ist im Prinzip für die vertikale Ablenkung zuständig. Dann gibt es die Triggerbaugruppe, also dass sozusagen beim periodischen Signal immer an der gleichen Stelle sozusagen angefangen wird. Dann gibt es die Horizontalbaugruppe, das ist praktisch die horizontale Ablenkung, meist mit Hilfe einer Zeitbasis. Und last but not least geht die Vertikalbaugruppe und die Horizontalbaugruppe dann in die Anzeigebaugruppe ein. Und gucken wir uns mal an, wie das in echt aussieht. Hier ist ein schönes Oszilloskop, was mit einer braunen Röhre funktioniert. Man sieht hier so ein bisschen, wenn man sich die Ecken anguckt, das ist abgerundet. Hier ist ein Funktionsmodell. Es wird ein Elektronenstrahl produziert, der hier durch Ableckkondensatoren abgelenkt wird und dadurch kann ich Spannungen messen oder Spannungsverläufe besser gesagt. Weil Spannung kann ich auch mit einem Multimeter oder mit einem Voltmeter messen. Aber den Verlauf, das hilft das Oszilloskop. Ich habe hier absichtlich mal ein älteres Modell, wobei älter soll sich jetzt nicht abwertend klingen. Das leistet sehr gute, treue Dienste und hier die
günstige digitale Variante. Das war für ein Apfel und ein Ei zum selber zusammenlöten. Gucken wir mal. So, wenn ich hier so ein Oszilloskop verwende, was mit einer Brownschen Röhre funktioniert, Trick am Anfang die Intensität erstmal runterdrehen und einschalten, weil man möchte ja im Idealfall kein Loch in den Schirm brennen und das Ganze dauert einen Moment, weil in der Regel ist die Kathode indirekt beheizt. Das bedeutet, dass es ein Momentchen dauert und wenn ich jetzt die Intensität hochdrehe, sehe ich, da kommt was. So, jetzt drücke ich hier auf horizontal extern. Das heißt, ich habe normalerweise wird das praktisch von links nach rechts abgelenkt und zwar aufgrund einer hier Timebase. Das heißt, ich kann hier einstellen, wie lange das entsprechend braucht, wobei die Angabe hier bezieht sich auf die Kästchen. Das heißt, hier stehen gerade 2 Millisekunden. Das heißt, der bräuchte für ein Kästchen 2 Millisekunden. So, das habe ich jetzt hier praktisch mal, hier ist nichts angeschlossen, horizontale Ablenkung extern habe ich gedrückt und dadurch bleibt der mal ein Momentchen stehen. So, und jetzt habe ich die Möglichkeit, einmal mit dem Fokus das schön einzustellen, dass ich einen schönen Punkt bekomme und ich kann hier mit X und Y mir entsprechend den Punkt in die Mitte legen. So. Was kann ich jetzt mit diesem Punkt anfangen? Ich könnte zum Beispiel, hier habe ich schon vorbereitet, DC eine Gleichspannung messen. Hier muss ich entsprechend auf DC umschalten. Schließe das hier an. Und schon sieht man, der Punkt ist hochgesprungen. Und wenn ich jetzt hier drehe, sehe ich auch tatsächlich, wie der Punkt. So, jetzt habe ich hier so ungefähr mal 2 Volt. Also das rote DC ungefähr 2 Volt, zumindest laut der Anzeige. Jetzt will ich mal gucken, ob das stimmt. Hier ist 1 Volt, das heißt ein Kästchen 1 Volt. Ich habe es um ungefähr 2 Kästchen nach oben verschoben, also 2 Volt. Hiermit kann ich ja auch mal die Spannung messen. Jetzt habe ich hier auch die Möglichkeit, das auf AC, also auf Wechselspannung, umzuschalten. Und wenn ich das mache, rutscht der Punkt wieder in die Mitte. Wofür das wichtig ist, sehen wir, wenn wir dann auch tatsächlich mal Wechselspannung anschließen. So, was ich jetzt sehe, ist ein Strich. Und jetzt ist könnte ich mit dieser Timebase mal anfangen. Ich lasse das Ganze hier laufen und ja, hier sehe ich jetzt sehr schön, wir hatten ja gesagt, 2 Millisekunden ist ein Kästchen. Also 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal 2 sind 10. Das heißt, ich hätte hier schon 10 Millisekunden. Und Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau. Insgesamt sind es 10 Kästchen mal 2 sind 20 Millisekunden. 20 Millisekunden braucht das Ganze für einen kompletten Durchgang. So, deswegen habe ich nämlich kurz überlegt. Diese Quelle ist, diese Spannungsquelle ist ja direkt, nutzt ja im Prinzip für die Wechselspannung die Netzspannung, die ja 50 Hertz hat. Und 50
50 Hertz heißt ja 50 mal pro Sekunde. So, und wenn ich jetzt mir das angucke, habe ich 20 Millisekunden. 20 Millisekunden bedeutet, dass, wenn ich das jetzt mal 50 nehme, mal 5, habe ich 100 Millisekunden, noch die 0 dazu sind 1000 Millisekunden, ist genau eine Sekunde, genau, also passt. Und das habe ich hier im Prinzip sehr schön mithilfe des Oszilloskopes sichtbar gemacht. Und kann natürlich auch jetzt hier schön, wie gesagt, den Spannungsverlauf angucken und kann auch hier sehen, naja, hier oben ist da so ein bisschen eine Ecke drin, also so ganz so sauber ist die Sinusfunktion hier nicht, aber im Großen und Ganzen ist das hier eine Sinusfunktion. So, und jetzt kann ich natürlich spaßeshalber mein günstiges digitales Oszilloskop mal nutzen. So, ran damit. Und wie man sieht, sieht man noch nicht viel. Ich habe hier auch die Möglichkeit, das ein bisschen einzustellen. Jetzt habe ich hier 2 Volt pro T. Ah, hier seitlich sind Punkte. Und ja, stimmt sogar. Das heißt, für 2 Teiler soll das wahrscheinlich heißen, oder? Wie auch immer, auf jeden Fall. Das Blöde ist halt, dass der keine Linien einzeichnet, dass man das leichter ablesen kann. Jetzt kann ich hier noch hergehen und ne, nochmal. So, jetzt habe ich meine komplette Sinusgeschichte hier drauf. Und ja, auch hier unten steht 5 Millisekunden und jetzt muss man hier die Punkte zählen. Ich habe hier 1, 2, 3, 4 Punkte, bis es einmal durch ist. 4 mal 5 Millisekunden bin ich auch mal bei meinen 20 Millisekunden und genauso, was ich hier im Prinzip auch gesehen habe. So, dann gehen wir hier nochmal dran und gucken uns hier nochmal so ein paar interessante Sachen an. So, hier habe ich das Ganze wieder. Und was hier auch interessant ist, hier habe ich die Möglichkeit, hier gibt es sozusagen einen Trigger. Und dieser Trigger, der sorgt dafür, dass mir das Ganze hier nicht wandert. Das kann man jetzt im Prinzip ja nochmal ausprobieren mit einer anderen Quelle. Und zwar habe ich hier vorbereitet einmal 100 Hertz. Und man sieht hier auch sofort, dass sich hier was geändert hat. So, und hier sieht man jetzt auch sehr schön, wenn der Trigger ausgeschaltet ist, wie das Ganze da vor sich hin wandert. Und jetzt entsprechend, ja, ist es da, wo es hingehört. Und jetzt kann ich mir hier das ein bisschen noch verschieben, damit ich das mit dem Ablesen leichter habe. Und ich habe ja immer noch die Basis hier 2. Ich könnte jetzt natürlich auch 1 sagen. Das heißt, ein Kästchen eine Millisekunde und bei 100 mal 1, also 100 Hertz, müsste ich jetzt auf 10 Millisekunden kommen. Und das sind ja 10 Kästchen mal 1, ja, 10 Millisekunden. Oder wenn ich zur Basis 2 mache, habe ich hier entsprechend 5 Kästchen. Mal 5 mal 2 ist auch wieder meine 10 Millisekunden und ich habe hier einen kompletten Durchgang. So, ja, hier gibt es eigentlich noch sehr viele interessante Sachen, was man alles machen könnte mit diesem schönen Gerät.
Ich habe hier noch einen zweiten Eingang. Da könnte ich zum Beispiel hergehen und da im Prinzip auch was anschließen und dann anstatt die Timebase zu nehmen, hergehen und zum Beispiel XY-Ablenkung zu machen. Das kann manchmal für ein Experiment auch wichtig sein und dann kann ich hier im Prinzip nicht nur die X-Achse von der Zeit, also intern steuern lassen, sondern halt extern steuern lassen. Das heißt, ich kann zum Beispiel zwei Messwerte sozusagen direkt in ein Diagramm eintragen lassen. Vielleicht noch ganz interessant, ja gut, ich messe Spannung, aber was ist, wenn ich zum Beispiel meine Stromstärke messen möchte? Das ist eigentlich auch ganz einfach. Das habe ich hier leider nicht in Griffweite liegen. Einfach einen Widerstand nehmen und man misst praktisch den Spannungsabfall an einem ohmschen Widerstand. Und das Ganze hat halt den Vorteil, die U gleich R mal I. Das heißt, U und I sind proportional zueinander. Ist ja gerade das ohmsche Gesetz. Das heißt, wenn ich hier U gezeichnet bekomme, habe ich auch den Verlauf von I. Und das ist die Möglichkeit hier auch, die Stromstärke mit sich hier aufzeichnen zu lassen. Das Ganze, was auch noch ganz nett ist, wenn man hier mal guckt, die Beschriftung, hier ist im Wesentlichen ja auch etwas eingebaut, was man als ja, Messverstärker im Prinzip nutzen kann. Und zwar, wenn ich mal hier gucke, die Skala bei den Volt, sprich bei der Spannungsangabe hier, geht von 20 Volt pro Kästchen oder pro Zentimeter bis zu 5 Millivolt. Also das ist schon sehr fein, was man da mit messen kann. Das heißt, manchmal kann man auch das im Prinzip direkt ohne Messverstärker und so weiter direkt anschließen und auch hier sehr genau messen. Jo, ich glaube, das war mal so ein ganz schöner Überblick über diese Oszilloskope. Wie gesagt, sehr feine Geschichte. Es muss nicht unbedingt immer das Digitale sein. Gut, hat natürlich Vorteile. Manchmal gibt es hier ja, mal was zum Abspeichern und so weiter. Jo, aber das hier ist im Prinzip auch nicht schlecht. Hier kann man es eigentlich noch ganz gut erklären, wie es funktioniert. Hier ist halt viel Software drin. Das heißt, im Prinzip, ja, ist das halt zufälligerweise schwarz. Blackbox, was hier letztendlich drin passiert. Und hier ist es eigentlich klar, was passiert. Kann man hier, wie gesagt, am Funktionsmodell der Brownschen Röhre sich klar machen. Und der Rest ist halt ein bisschen Elektronik, was dabei hilft. Eigentlich ganz schönes Gerät. Soweit, so gut. Gerne Kommentare dazu, schon mal sowas verwendet. Wahrscheinlich eher sowas, aber wie gesagt, interessantes Messgerät, wo man halt sehr viele Sachen halt sichtbar machen kann. Wie gesagt, gerne Kommentare, eventuell gerne auch einen Daumen hoch oder ein Abo. Und soweit, so gut.